Da hinten ist, sehe ich doch einen Funkturm, hinten rechts gerade. So, Leute, mal eben ganz kurz, auch wenn wir gerade ein bisschen blöd anhalten mitten auf der Straße. Hier sind so viele grüne Pflanzen. Die holen wir uns doch mal eben. So, grünes Blatt. Fallwurz. Hm? Ach, da hinten. Wieso hat er das denn da schon angezeigt? Man weiß es nicht. Okay, damit wir uns wieder Spritzen basteln können. Da hinten wollte ich jetzt gerade nicht so hin. Okay, was haben wir denn? Können wir uns schon wieder was machen oder sind wir eigentlich schon voll mit Spritzen? Wir haben ja vorhin auch was eingesammelt. Medizin. Oh, nur zwei, Moment mal eben. Heilung, zwei Gesundheitsfelder, bla bla bla. Herstellen. Ne, wir können herstellen. Und nochmal. Ah, jetzt. Ah, super. Alles klar, vier Stück haben wir jetzt. Gut, dass wir es eingesammelt haben. Wozu haben wir denn so einen großen Spritzengürtel? Okay, da hinten... Oh, ich habe Angst, wenn jetzt hier die Typen kommen. Na, komm schon. Und da unten noch einen einzigen und dann ist gut. Ich höre ein Schwein, ich höre ein Schwein. Lass es ein Wildschwein sein. Wir sind auch, glaube ich, fast am Jagdgebiet angekommen, wa? Scheiße. Scheiße. Was, ein Tiger? Oh, geil, geil. Geil, dass du zu mir hingekommen bist. Danke, liebes Wildschwein. Jetzt fall doch nicht. Och, hallo. Das fällt immer noch. Jetzt aber. Fuck. Können wir nicht jetzt schon? Ja, ja, ja. Wildschwein. Einfache Munitionsbeutel ermöglicht dir zusätzliche Munition für Pistolen, MPs, LMGs, Schrotflinten, Scharfschützen und Sturmgewehre zu tragen. Jawohl, Wildschwein. Zwei benötigt, herstellen. Ich werd bekloppt. Wir können endlich mehr Munition bei uns tragen. Was haben wir denn hier? Robuster Munitionsgürtel, Büffelfell und die haben wir. Alter Schwede. Wie geil ist das denn? Was haben wir hier? Nein. Alter Falter. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Auch den haben wir. Na, wenn das nicht genial ist. Ich glaube, wir können jetzt mächtig Munition mitnehmen. Fell des goldenen Tigers wird dann nur noch benötigt. Aber ich freue mich. Ich freue mich einfach. Was wir jetzt bekommen haben, ist ja wohl endgeil. So, gucken wir mal eben, was ist mit Waffengurt? Der ist ganz wichtig, da waren glaube ich Ziegen, ne? Genau. Brauchen wir noch für irgendetwas Wildschwein? Also außer um da jetzt Ragout rauszubauen, da brauchen wir auch Ziegenfell. Brieftasche, alles klar. Beuterucksack. Dingo. Ich will nur kurz gucken, ob wir irgendwas hier noch... Spritzentasche. Leopardenfell. So, Wurfgeschossbeutel. Also kann natürlich sein, dass ich jetzt hier öfter mal auf dasselbe klicke. Das bitte ich zu entschuldigen. Aber man kann sich nicht alles hier wirklich merken. Ah, das Menü ist auch so eine kleine Frickelei hier. Raketenbündel. Dingo-Fell. Okay. Nee, ich würde sagen... Auch Ziegenfell. Boah, wir brauchen ganz viel Ziegenfell. Okay, super. Das haben wir. Jetzt will ich mal eben was gucken. Jetzt haben wir natürlich viel Munition verloren. Mal eben auf der Karte gucken. Also Wildschwein brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr.
Den Wegpunkt können wir uns aufheben. Wir sind da. Geradeaus wird es dahin gehen. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir haben ja leider keine Munition. Das ist der Nachteil. Dann fahren wir jetzt mit dem Auto zurück, weil wir nehmen das Auto, damit wir es hinterher haben, und erobern danach diesen Außenposten. Wenn wir den Außenposten... Oder machen wir erst bei der Story jetzt weiter. Ach, kommt. Wir machen bei der Story weiter. Dann machen wir hier eine Schnellreise hin. Damit wir auch so ein bisschen natürlich... Also so zwischendurch möchte ich immer wieder die Hauptstory natürlich weitermachen. Aber wir werden uns auch am Rande der Hauptstory hier immer wieder schön austoben. So, mittlerweile könnten wir, glaube ich, mal von der Hocke aufstehen. So, Munition. Auffüllen. So, da habe ich mich mal gerade ganz kurz auch noch geräuspert in der Zeit. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Haben wir noch was zu verkaufen? Nein. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir jetzt was Besseres nehmen sollen. Sturmgewehr. Wo ist denn hier der Unterschied? Da haben wir 0 von 1 Aufsätzen. Keine Aufsätze. Aha. Schaden. Gut, ist hier etwas weniger. Aber ansonsten Schussfrequenz STG 90. Ich glaube, die nehmen wir mal. So, dann habe... Ach du Scheiße, wir haben gar kein Geld. Was ist denn los? Shit. Ja gut. Haben wir jetzt nicht wirklich viel eingesammelt, ne? Wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen das aber. Okay. Dass wir Zeit, dass wir hier Ziegenfell bekommen, ne? Damit wir mehr Waffen mitschleppen können. Da sind doch Ziegen. Da sind Ziegen. Wir müssen mehr Waffen haben. Was ist denn das da? Könnte das nicht Ziege sein? Sieht das nicht so wie Ziege aus? Ist jetzt blöd, weil man es nicht erkennen kann. Also von der Grafik her würde ich sagen, vom Hinterteil her müsste das eine Ziege sein. Kommt Leute, wir gehen einmal nach Amanaki und versuchen noch eine Ziege zu kriegen, dass wir beide Waffen mitnehmen können. Weil ganz ehrlich, gerade um Außenposten aufzuspüren, ist mir die Pistole mit dem Schalldämpfer eigentlich lieber. Aber wenn der Kampf nun mal halt offen entbrannt ist oder wir zwischendurch mal angegriffen werden, ja, dann ist natürlich so eine Maschinenpistole, so ein Sturmgewehr wesentlich besser. So, pass mal auf. Das müsste ja da direkt beim Leuchtturm sein. Tja, dann gehen wir doch mal. Wo gehen wir her? Wo war denn der Weg, wo er mit uns hergegangen ist? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hierher. Da sollen wir wohl schon hinkommen. Aber vielleicht nicht ganz so schnell. Dass wir eine Chance haben, die Ziegen auch zu entdecken. Boah, das wäre echt gut, wenn wir hier Ziegen kriegen könnten. Ach, jetzt haben wir das ja schon ausgerüstet. Scheiße, da hätten wir vielleicht doch jetzt erstmal auf die Waffe noch setzen sollen. Okay. Hier ist das Ziegengebiet. Also hier könnte man jetzt auch Frauen treffen. Nein. So ein Witz würde mir nie über die Lippen kommen. Nein. Würde ich nie machen. Echt nicht. Nee, nee. Wäre gar nicht meine Art.
werde noch niemals rot dabei, wenn ich sowas sage. Komisch. Ziegen, wo seid ihr? Oder sind hier gar keine Ziegen mehr? Sind die schon abgeziegt? Ja, die Musik hört sich jetzt auch nicht gerade nach Ziegen an im Hintergrund. Ziegen sind natürlich auch extrem scheu, ne? Alter! Was ist das denn? Da eine ganze Hundehorde? Ja, sicher, das sind Hunde. Da hinten sind Ziegen. Oh, und da unten sind Piraten. Aber da hinten gegenüber, da sind Ziegen. Ah, da müssen wir irgendwie hinkommen. Wir müssen diese Ziegen bekommen, auf jeden Fall. Hoffentlich bekommen wir die, dass sie nicht dann sofort alle weglaufen. Was für eine Spritze mussten wir uns nochmal geben? Herstellung. Jagd. Das sind die gelben. Pass mal auf, hier ist doch ein gelbes Blatt gewesen gerade. Vielleicht sollten wir uns vorher noch eine gelbe Spritze machen. Toll. Jetzt ist es natürlich, wird es nicht mehr angezeigt. Doch, 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 doch. Da. Komm schon. Hoch da mit dir. Fettes Luder. Oh, das gibt's doch gar nicht. Gleich kommen uns die Piraten hier hin. Hab dich, du Pisser. Leg mich fest. Ach du Scheiße, da war ich mal einen Moment ruhig geblieben. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, ne? Da kommen noch mehr. Oh, die war aber auch nicht schlecht. Scheiße, was sind hier so viele? Erstmal eine Spritze nehmen. So, da muss jetzt... Das ist das Blöde, dass das mit den Leichen ausplündern so extrem verdammt lange dauert immer. Weil man das so exakt treffen muss. Da man muss so exakt über der Leiche stehen. Jetzt kann es natürlich passieren, dass hier die ganze Zeit immer wieder neue kommen. Weil wir hier natürlich genau mitten auf der Straße sind. Alter, plünder die scheiß Leiche aus. Das heißt, das könnte natürlich dann hier ein Fass ohne Boden werden. Habe ich da gerade schon wieder was gehört? Na sicher, da sind die Nächsten. Scheiße. Da hinten ist noch eine Leiche, die ich noch plündern will. Scheiße. Noch mehr von denen? Ja, klar. Noch haben die uns nicht gesehen. Jetzt. Hier, du Penner. Das wird langsam und qualvoll. Geil. Jetzt sollen wir aber zusehen, dass wir hier wegkommen. Hier kommen immer noch mehr.
Rakiat an. Ach, Rakiat, ich vertue mich immer. Den da. Alter Schwede. Es ist doch voll das Kriegsfeld hier. Wir wollten doch nur Ziegen. Ihr Penner. Oh, euch wollte ich doch gar nicht. Naja, gut. Wenn ihr unbedingt auch sterben wollt. Wer weiß, wie viele Ziegen uns die Hunde hier schon weggenommen haben.